Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben uns jetzt in einer ganzen Reihe von Beiträgen damit beschäftigt, dass wir uns die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in homogenen, isotropen und linearen Medien, also im einfachsten Fall von Medien, angeschaut haben. Aber selbst dieser einfache Fall kommt irgendwann an eine Grenze und das ist diesmal wirklich ganz wörtlich gemeint. Wir wollen nämlich heute uns anschauen, was passiert am Übergang zwischen zwei verschiedenen Medien, die jedes für sich homogen, linear und isotrop sind, aber die sich eben in ihren Ausbreitungseigenschaften für elektromagnetische Wellen unterscheiden. Und das, was dann passiert, das wissen Sie natürlich aus dem Alltag, das ist Reflexion und Brechung. Die Ausgangssituation ist also die, die hier auch einfach mal dargestellt ist. Wir haben also eine Grenzfläche zwischen zwei Medien. Das Medium, aus dem unsere Welle einfällt, das nennen wir das Medium 1. Und das andere Medium ist dann entsprechend Medium 2. Wie immer werden wir den normalen Vektor der Grenzfläche vom Medium 1 in Richtung Medium 2 zeigen lassen. Und naja, ich habe schon gesagt, und das wissen Sie ja auch, wenn Sie eben eine einfallende Welle haben, dann wird es eben auch zu einer reflektierten und zu einer transmittierten Welle kommen. Und hier in diesen beiden Abbildungen ist erstmal Geometrie dargestellt. Wir werden also eine Ebene betrachten, die sogenannte Einfallsebene, die charakterisiert ist durch die beiden Vektoren, die hier eindeutig vorgegeben sind. Das ist der K-Vektor der einfallenden Ebene und der normalen Vektor. Die spannen also eine Einfallsebene auf. In dieser Einfallsebene liegt eben natürlich der K-Vektor der einfallenden Welle. Und wir werden ohne Beschränkung der Allgemeinheit eben annehmen, dass der normalen Vektor in Richtung der Z-Achse zeigt und die X-Achse und die Y-Achse werden wir so verwenden, wie das eben hier dargestellt ist. Das heißt, die X-Achse ist auch Teil der Einfallsebene und die Y-Achse steht dann eben auf der Einfallsebene senkrecht. Wir werden Indizes verwenden, I für die inzidente Welle, R für die reflektierte Welle und T für die transmittierte Welle. Und es gibt zwei Fälle, die wir unterscheiden werden und es reicht auch, diese beiden zwei Fälle zu unterscheiden. Nämlich das eine ist der Fall der sogenannten senkrechten Polarisation. Darunter wollen wir den Fall verstehen, dass das einfallende E-Feld, wir gehen davon aus, dass es linear polarisiert, eine linear polarisierte Welle ist, und bei senkrechter Polarisation wollen wir den E-Feldvektor der einfallenden Welle senkrecht auf der Einfallsebene annehmen. Das können Sie entweder hier ablesen oder auch in diesem Schnittbild daneben. Das ist ein Schnitt durch die Einfallsebene. Da ist es vielleicht nochmal auch deutlicher zu sehen. Der zweite Fall ist der Fall der parallelen Polarisation. Da liegt also das E-Feld der einfallenden Welle in der Einfallsebene. Warum reicht es, diese beiden Fälle zu unterscheiden? Naja, ich habe gerade schon gesagt, wir werden nur die Fälle linearer Polarisation betrachten. Und wenn wir senkrechte und parallele Polarisation betrachten, dann haben wir ja zwei lineare Polarisationen, deren Polarisationsrichtungen aufeinander senkrecht stehen. Und wir haben gelernt, in dem Video über Polarisation von Wellen können Sie das nochmal nachschauen oder nachlesen, dass
jede beliebige Polarisation aus zwei aufeinander senkrecht stehenden Polarisationen zusammengesetzt werden kann. Das heißt, wenn wir diese beiden Fälle betrachten, senkrechte Polarisation, parallele Polarisation, dann können wir beliebige andere Fälle daraus zusammensetzen. Wir werden auch nur den Fall einer monochromatischen einfallenden Welle betrachten. Das heißt, wir gehen gleich eben dann wieder auf harmonische Zeitabhängigkeit über. Und auch da wissen Sie, dass das keine echte Einschränkung ist, sondern dass Sie sich beliebige Zeitabhängigkeiten im Sinne einer Fourier-Synthese aus harmonischen Zeitabhängigkeiten zusammensetzen können. Wir werden die Winkel zählen zum Lot hin, das heißt der Winkel der einfallenden Welle, das ist hier das Theta I. Der Winkel, unter dem reflektiert wird, ist das Theta R. Und der Transmissionswinkel Theta T ist der Winkel hier unten. Was in dieser dreidimensionalen Darstellung nochmal dargestellt ist, ist, dass wir zunächst mal noch nicht wissen können, ob die Richtungen der reflektierten Welle und die Richtung der transmittierten Welle auch wieder in der Einfallsebene liegen oder ob sie um einen Winkel Phi R oder Phi T zu dieser verdreht sind. Deshalb sind hier diese Winkel Phi R und Phi T in der dreidimensionalen Darstellung nochmal angedeutet. Es wird so rauskommen, also tatsächlich liegen Reflexionsrichtung und Transmissionsrichtung in der Einfallsebene. Aber Ziel dieses Beitrages ist Ihnen auch zu zeigen, wie man denn durch sehr einfache Betrachtungen tatsächlich dazu kommt, dass das so ist. Genauso ist eben zunächst mal auch noch unbekannt, ob nicht bei Reflexion und Transmission dann eben weitere Frequenzen ins Spiel kommen. Also Sie wissen das vielleicht schon aus Ihrem Vorwissen, dass die Frequenz nicht verändert wird bei Reflexion und Transmission an solchen einfachen Medien. Aber wir wollen uns eben anschauen, wie man das tatsächlich aus den Maxwell-Gleichungen und aus den Grenzbedingungen, aus den Stetigkeitsbedingungen auch ableiten kann. Genauso werden Sie wahrscheinlich auch schon wissen, dass Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel ist, aber auch das wollen wir ableiten. Gut, also halten Sie die Geometrie im Blick. Einfallsmedium ist das Medium 1 mit seinen entsprechenden Eigenschaften. Das können wir entweder durch Epsilon, μ und Kappa oder auch durch abgeleitete Größen wie den Brechungsindex oder die Feldimpedanz darstellen. Und entsprechend haben wir im Medium 2 dann den Index 2. Gut. Ja, ich habe schon gesagt, wir gehen von harmonischer Zeitabhängigkeit aus. Das heißt, wir können die inzidenten, reflektierten und transmittierten Felder in der Form schreiben, wie das hier dargestellt ist. Einmal fürs E-Feld und einmal fürs B-Feld. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach gesehen. Und ich habe es ja eben schon ausgeführt, wir haben hier jetzt noch keine Angaben zu den Richtungen von Kr und Kt gemacht. Und wir lassen auch Omega R und Omega T noch als unterschiedlich zu. Nochmal hingeschrieben, die allgemeinen Beziehungen, die wir eben zwischen elektrischen und magnetischen Feldern bei ebenen Wellen haben, das sind Formeln, die kennen Sie und ja, man kann das natürlich mit dem K schreiben. Wir können die Phasengeschwindigkeit einführen. Wir könnten auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium einführen. Das ist ja die gleiche und die wäre dann jeweils wieder auch mit dem Epsilon und μ des entsprechenden Mediums verknüpft. Und wenn Sie statt der magnetischen Flussdichte das Magnetfeld nehmen, dann schreiben Sie das häufig eben tatsächlich auch mit der Feldimpedanz, die hier nochmal definiert ist als Wurzel Epsilon durch μ.
Und natürlich können Sie das H-Feld durch das E-Feld ausdrücken. Sie können aber umgekehrt das E-Feld durch das H-Feld ausdrücken. Das ist einfach nur nochmal, dass wir die Formel hier nochmal stehen haben. Wir brauchen da jetzt im Detail nicht mehr darauf einzugehen, weil wir das schon ein paar Mal uns angeschaut haben. Kommen wir jetzt also zu der ersten Frage, ob tatsächlich die Kreisfrequenzen Omega I, Omega R und Omega T alle die gleichen sind oder ob sie nicht doch unabhängig sind. Und um das zu untersuchen, werden wir uns eben die das Verhalten an Grenzflächen, also die Grenzbedingungen, nochmal anschauen. Und das haben wir ganz am Anfang dieser Serie gemacht, im Bereich der Einführung. Doch, da gab es ein Abschnitt Verhalten an Grenzflächen. Und ich erinnere nochmal daran, man muss immer aufpassen, wenn man diese Formel hinschreibt, was ist Index 1, was ist Index 2, sonst bekommt man unterschiedliche Vorzeichen rein. Und wir verwenden immer durchgängig die Konvention, dass wir den normalen Vektor dann eben von 1 nach 2 orientieren. Und dann haben wir eben diese Stetigkeitsbedingungen. Das heißt, die Tangentialkomponente des E-Feldes ist stetig, genauso wie die Normalkomponente der magnetischen Induktion. Aber wir haben im Allgemeinen Unstetigkeiten für die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung. Die ist dann durch eine Flächenladungsdichte gegeben und wir haben auch Unstetigkeiten im Allgemeinen bei der Tangentialkomponente des Magnetfeldes, die durch eine Oberflächenstromdichte JA vorgegeben ist. Wir haben auch, als wir die Diffusion in den Halbraum betrachtet haben, uns noch mal etwas ausführlicher über die Oberflächenstromdichte auseinandergesetzt und dort auch noch mal festgestellt, dass wenn tatsächlich das Feld in das andere Medium eindringen kann, dass dann eben, wenn es nicht andere Gründe dafür gibt, häufig eben die Oberflächenstromdichte auch zu Null gesetzt werden kann. Das werden wir nachher auch mal machen. Das heißt, schauen Sie sich im Zweifelsfall den Beitrag Diffusion im Halbraum auch nochmal an. Wir betrachten jetzt als erstes eben die Tangentialkomponente des E-Feldes, für die wir eben die Bedingung haben, dass sie stetig ist an der Grenzfläche. Das heißt, wenn wir das mal hinschreiben, das Feld im Medium 2, das ist ja einfach das transmittierte Feld, deshalb hier Index T, und das Feld im Medium 1, das ist natürlich die Überlagerung aus dem inzidenten Feld und dem reflektierten Feld, also diese Summe, die hier steht, und für Z gleich 0 muss eben die Tangentialkomponente, also N Kreuz, das Ganze eben 0 sein. Und das muss natürlich immer und überall auf dieser Grenzfläche gelten. Das heißt, wir können uns jetzt eben den Fall raussuchen, dass zum Beispiel R gleich 0 ist. Für R gleich 0 gilt ja insbesondere Z gleich 0, also muss diese Gleichung gelten. Für R gleich 0 haben wir aber den Vorteil, dass diese Skalarprodukte K mal R jeweils rausfallen. Das macht diese Gleichung wesentlich einfacher. Und was dann aber für t ungleich 0 stehen bleibt, sind Faktoren e hoch j Omega t mal t, e hoch j Omega i mal t und e hoch j Omega r mal t. Und wenn Omega t, Omega i, Omega r unterschiedliche Kreisfrequenzen wären, dann wäre es nicht möglich, diese Gleichung tatsächlich für alle Zeitpunkte einzuhalten. Und im Umkehrschluss ist dann offensichtlich, dass eben die Gleichheit dieser komplexen E-Funktion nur dann gewährleistet werden kann, wenn eben Omega I gleich Omega R gleich Omega T ist. Nur dann können für alle Zeitpunkte diese Bedingung eben eingehalten werden. Das heißt, an der Stelle sehen wir, es gibt eben keine Änderung der Frequenz. Und auch wenn Ihnen das
trivial erscheinen mag und Sie sagen würden, naja, warum auch, das hätten wir ja vorher auch schon so gedacht. Mir ist an der Stelle wichtig, dass Sie sehen, wie man das aus den Maxwell-Gleichungen und dann eben aus den Grenzbedingungen, die ja auch sofort aus den Maxwell-Gleichungen ableitbar sind, erkennt. Es geht also hier um diesen konzeptionellen Schritt zu sehen, wie folgt das aus den Maxwell-Gleichungen. Wir werden uns jetzt weiter die Wellenvektoren anschauen, das Kr und das Kt, weil wir ja jetzt auch dahin wollen einzusehen, dass die eben auch in der Einfallsebene liegen. Und dafür schreiben wir uns die tatsächlich mal explizit hin. Wir haben ja ein Koordinatensystem vorgegeben. Und jetzt können wir natürlich Ki, Kr und Kt in diesem Koordinatensystem sofort angeben. Für die Einfallsrichtung wissen wir, das liegt in der Einfallsebene. Damit haben wir da auch nur eine X- und eine Z-Komponente. Sie erinnern sich daran, wir hatten das Koordinatensystem so gelegt, dass die Einfallsebene hier tatsächlich die XZ-Ebene ist. Aber für Kr und für Kt werden wir eben auch eine Y-Komponente im Allgemeinen reinbekommen. Und hier taucht dann eben der Sinus von Phi R und Phi T auf. Und natürlich muss dann auch in der X-Komponente analog der Cosinus von Phi R und Phi T auftauchen. Und erneut können wir jetzt natürlich einen Punkt auf der Grenzfläche betrachten. Und der hat ja allgemein, auf der Grenzfläche haben wir keine Z-Komponente, das heißt, der hätte tatsächlich nur eine X- und eine Y-Komponente. Die X-Komponente nennen wir X, die Y-Komponente nennen wir Y. Und mit diesem R auf der Grenzfläche können wir jetzt natürlich auch Kr problemlos bilden. Und schön ist insbesondere auch, dass Ki mal R dann nur noch eine X-Komponente hat. Bei Kr mal R und Kt mal R, da fällt die Z-Komponente auch weg, aber da bleibt natürlich eine X- und eine Y-Komponente stehen. Die Z-Komponente fällt hier bei dem Skalarprodukt natürlich deswegen weg, weil R auf der Grenzfläche keine Z-Komponente hat. Ja, und wir können jetzt wieder die Überlagerung uns anschauen und würden aber jetzt, eben haben wir das für R gleich 0 gemacht, jetzt machen wir das für R ungleich 0 auf der Grenzfläche, also genau für eines dieser Rs, nehmen jetzt aber den Zeitpunkt T gleich 0, für die Bedingung ja auch erfüllt sein muss. Und für T gleich 0 fällt aus dem R hoch J Omega T minus K mal R natürlich gerade das Omega T weg, sodass nur die Faktoren E hoch minus J Ki mal R, E hoch minus J Kr mal R und E hoch minus J Kt mal R stehen bleiben. Damit jetzt diese E-Funktionen gleich sind, müssen jetzt natürlich die X-Komponenten jeweils gleich sein und die Y-Komponenten auch jeweils gleich sein. Das heißt, wir hätten für die X-Komponente, dass eben Ki Theta I gleich Kr mal Cosinus Theta R Sinus Cosinus Phi R Sinus Theta R ist und das auch gleich Kt mal Cosinus Phi T Sinus Theta T ist und für die Y-Komponente entsprechend diese Gleichung, in der jetzt tatsächlich auch wirklich hier eine 0 steht auf der linken Seite, weil Ki ja keine Y-Komponente hat. Und ermöglicht uns jetzt natürlich sofort abzulesen, insbesondere eben wenn Theta R ungleich 0 ist und damit auch Sinus Theta R ungleich 0 ist, dann würde ja sofort folgen, dass dann Phi R gleich 0 sein muss, um die Gleichung zu erfüllen. Und analog genauso, wenn Theta T ungleich 0 ist, und das wird es irgendwann ja mal sein, dann muss offensichtlich Phi T
auch gleich 0 sein. Das heißt, durch diese einfache Überlegung wieder einfach durch Nutzung der Grenzbedingung der Stetigkeitsbedingung fürs E-Feld können wir sofort darauf kommen, dass eben die reflektierte Welle, der K-Vektor der reflektierten Welle und der K-Vektor der transmittierten Welle ebenfalls in der Einfallsrichtung liegen. Also phi r gleich 0 und phi t gleich 0. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher. Und insbesondere können wir jetzt uns natürlich auch, wenn wir schon wissen, dass phi r gleich 0 und phi t gleich 0 ist, nochmal die x-Komponente anschauen. Da würde ja dann jeweils Cosinus phi r und Cosinus phi t stehen, die aber dann 1 sind. Und damit bekommen wir sofort eine sehr einfache Beziehung, die uns schon auf das Reflexion- und Brechungsgesetz führen wird. Wir haben also erstmal die x-Komponente nochmal hingeschrieben, so wie wir sie eben auch hatten. Und wir können jetzt natürlich zusätzlich uns nochmal klar machen, dass KI, KR und KT, das sind ja die Beträge der Wellenzahlen, der Wellenvektoren in dem entsprechenden Medium, dass die nicht voneinander unabhängig sind, sondern KI und KR, das sind ja die Wellenvektoren im gleichen Medium und damit müssen sie auch gleich sein, weil sie sind ja letztendlich, so wie das hier hingeschrieben ist, eben von den Materialparametern abhängig. Ich kann das K ja schreiben als 2Pi durch Lambda oder als Omega durch Vc und das ist ja auch Omega durch Omega mal Wurzel Epsilon μ in dem entsprechenden Medium. Und da sehen Sie, dass das ja nicht unterschiedlich sein kann für KI und KR. Das heißt, KI und KR, das ist einfach ein K1, das auf eine der hier dargestellten Arten eben von den Parametern des Mediums abhängt. Und genauso ja, bei KT, das kann ich auch K2 nennen, weil es eben auch nur von den Eigenschaften des Mediums 2 und natürlich von der Kreisfrequenz abhängt. Wenn also die Kreisfrequenz die gleiche ist, dann wird auch die Wellenlänge nur durch die Parameter in dem Medium festgelegt sein. Das heißt, die Beziehung zwischen K und Omega ist dann durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit oder durch die Materialparameter oder durch den Brechungsindex bereits eindeutig festgelegt. Und wenn wir das eben hier oben in die Gleichung einsetzen, dann bekommen wir auf der einen Seite natürlich das Reflexionsgesetz heraus. Da brauchen Sie einfach nur mal diesen ersten Teil der Gleichung zu betrachten. Wenn Sie hier für KI und KR K1 schreiben, dann steht da sofort, wenn Sie das K1 dann rauskürzen können, Sinus Theta I gleich Sinus Theta R. Und in dem Winkelbereich, den wir betrachten, läuft das darauf hinaus, dass eben Theta I gleich Theta R ist. Und das können wir dann auch Theta 1 nennen. Und ja, wenn Sie jetzt die andere Gleichheit hier oben betrachten, dann bekommen Sie sofort das Brechungsgesetz nach Snellius, das dann eben heißt N1 mal Theta 1 gleich N2 mal Theta 2. Einfach indem Sie hier die Ks einsetzen und beachten, dass das K und das N ja zueinander proportional sind, so wie das hier steht. Und hierbei ist das Theta 2 natürlich gleich mit dem Theta T gleichgesetzt worden. Ja, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und eben hier dieses Brechungsgesetz. Das sind Sachen, die haben Sie auch im Bereich der Optik schon mal auf der Schule gemacht oder in der Physik gemacht. Das ist nicht wirklich etwas Neues. Aber wir können uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, ja, wie stark ist denn jetzt die Reflexion und Transmission? Sie wissen aus dem Alltag natürlich, dass zum Beispiel ein Spiegel, eine spiegelnde Oberfläche mehr oder weniger stark reflektierend sein kann. Das heißt, offensichtlich hängt es von dem Material,
von dem spiegelnden Material, von dem Übergangsmaterial auch ab, ob es ein guter Spiegel ist oder kein so guter Spiegel. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Transmission. Es gibt Materialien, die sind sehr klar, sag ich mal, die sind also sehr gut transmittierend. Aber es gibt natürlich auch Materialien, die haben eine geringe Transmission. Das heißt, wir können uns jetzt, oder es ist eine gute Idee, sich tatsächlich auch mit Reflexions- und Transmissionskoeffizienten zu beschäftigen. Und das wollen wir jetzt als Nächstes genau machen. Das heißt, wir haben hier nochmal die Geometrie nochmal veranschaulicht, jetzt eben tatsächlich für den Fall, dass wir im Medium 1 eben ein Theta 1 haben, Medium 2 ein Theta 2. Es ist jetzt nicht mehr so gezeichnet, dass Medium 1 oben ist und Medium 2 unten, sondern Medium 1 ist jetzt auf der linken Seite, Medium 2 ist auf der rechten Seite. Ansonsten ist das Koordinatensystem aber noch genauso gelegt, wie es war. Und die beiden Bilder deuten jetzt eben nochmal an, die beiden Fälle senkrechte Polarisation. Das heißt, das E-Feld ist senkrecht auf der Einfallsebene. Die Einfallsebene ist ja die XZ-Ebene. Das wäre also hier die Zeichenebene. Also senkrechte Polarisation. E-Feld ist senkrecht auf dieser Ebene. Und die parallele Polarisation, das E-Feld, liegt in der Ebene. Ich habe diese Bilder jetzt tatsächlich nochmal gezeichnet, weil es beim Aufschreiben von Reflexions- und Transmissionskoeffizienten zu leicht unterschiedlichen Formulierungen kommen kann, je nachdem, wie Sie die Felder orientieren. Und damit das eindeutig ist und damit Sie gegebenenfalls auch Unterschiede zur Literatur sich erklären können, hier nochmal eben die Geometrie, so wie wir sie verwenden wollen. Unten hier auch nochmal die Stetigkeits- oder die Übergangsbedingungen an der Grenzfläche hingeschrieben. Das hatten wir ja schon. Und wir werden jetzt zunächst mal eben die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten in senkrechter Polarisation betrachten. Das werden wir ein klein bisschen ausführlicher machen. Für die parallele Polarisation werde ich dann im Wesentlichen die Ergebnisse nur noch hinschreiben. Das liegt daran, dass die Vorgehensweise absolut die gleiche ist. Und das wäre einfach sehr ermüdend, langweilig und wenig lehrreich, wenn man das zweimal durchführt. Also etwas ausführlicher jetzt eben den Fall der senkrechten Polarisation. Hier das Bild entsprechend nochmal in klein und wir betrachten zunächst mal das E-Feld, das ja in Y-Richtung orientiert ist. Wir können auch die K-Richtungen nochmal hinschreiben. Also das sind die Einheitsvektoren in den entsprechenden K-Richtungen. Das lesen die an dem Bild sofort ab, dass sie die so schreiben können. Und wir haben natürlich auch einen Ortsvektor, der insbesondere bei z gleich 0 interessant ist, weil wir ja die Stetigkeitsbedingungen wieder verwenden wollen. Und bei z gleich 0 ist das, das hat man eben ja auch schon, einfach r gleich x ex plus y ey. Und wenn wir jetzt die Stetigkeit der Tangentialkomponente von e einfach nochmal hinschreiben, dann haben wir eben wieder die Überlagerung von inzident und reflektiert auf der einen Seite stehen und das Transmittierte auf der anderen Seite, jeweils die Tangentialkomponenten, deshalb eben EZ Kreuz das Ganze. Und alles, was wir an Vorwissen haben, ist jetzt hier schon eingeflossen, habe ich schon eingesetzt. Was jetzt hier auftaucht, ist ein Kreuzprodukt EZ Kreuz EY. Das haben wir auf beiden Seiten und auch in allen Summanden. Und EZ Kreuz EY, können Sie sich leicht überlegen, ist natürlich minus EX, sodass wir das auch in dieser Form schreiben können. Und ja, das gilt natürlich wieder für beliebige Punkte auf der Grenzfläche. Und um es uns einfach zu machen, ist es natürlich naheliegend, dass man sich jetzt einen Punkt raussucht, wo möglichst viel wegfällt. Und das ist offensichtlich der Punkt X gleich 0. Dann vereinfacht sich nämlich diese E-Funktion
radikal. Sie wird nämlich einfach zu 1 und dann erkennen Sie sofort, das gelten muss E0i plus E0r gleich E0t. Und E0i, E0r und E0t sind eben die komplexen Amplituden der einfallenden, reflektierten und transmittierten Welle. Das wäre also das, was fürs E-Feld hier bei x gleich 0 folgt. Wir können jetzt auch das H-Feld betrachten, das Magnetfeld betrachten. Und ich habe eben schon gesagt, wir können hier tatsächlich annehmen, dass die Oberflächenstromdichte gleich 0 ist, weil wir tatsächlich ein Eindringen in das Medium hier voraussetzen und wir dann keine Oberflächenstromdichte annehmen müssen, die wir häufig nur als Ersatzgröße nehmen, wenn wir kein Eindringen in das Medium haben oder es nicht betrachten wollen. Vergleichen Sie nochmal den Beitrag Felddiffusion im Halbraum. Und mit JA gleich 0 haben wir hier natürlich eine Stetigkeitsbedingung. Ja, die sieht im Prinzip so aus, wie wir sie eben auch schon fürs E-Feld hatten. Und zusätzlich haben wir hier natürlich die Bedingung, die Beziehung, dass H gleich 1 durch Z. Z ist der Feldwellenwiderstand, EK Kreuz E haben. Übrigens, falls Sie darüber stolpern, wir haben jetzt hier das Z als reelle Größe hingeschrieben. Sie könnten das alles auch durchführen für ein komplexes Z. Wir haben ja im Beitrag über leitende Medium gemerkt, dass auch das Epsilon oder das N oder auch das Z komplex sein kann. Also damit nicht aufhalten, auch wenn ich das hier als reelle Größe hinschreibe, das kann auch komplex sein und die Ableitungen sind genau die gleichen. Also nochmal, das ist unsere Beziehung zwischen dem H-Feld und dem E-Feld, die wir jetzt mit Hilfe der Feldimpedanz Z schreiben. Und ja, wenn wir das einsetzen, haben wir hier diese Beziehung und in der taucht jetzt eben ein doppeltes Kreuzprodukt auf. Und Sie wissen, dass wir dieses doppelte Kreuzprodukt auch auflösen können. Es gibt dann zwei Terme. Und in dem zweiten Term würde dann eben EZ mal skalar multipliziert mit EI, ER oder ET auftauchen. Das ist aber in dieser gewählten Geometrie offensichtlich 0, weil wir ja senkrechte Polarisation annehmen und damit eben dieser Term einfach wegfällt und somit bleiben weniger Terme übrig bei der Auflösung dieses doppelten Kreuzproduktes und die Terme, die jetzt noch übrig bleiben, sind hier hingeschrieben und dabei gibt es eben immer dann dieses Skalarprodukt EZ mal EKI und ja, die EKIs, die hatten wir aber vorher auch schon mal hingeschrieben, also das EKI, das EKR und das EKT haben wir ja vorher schon mal hingeschrieben und Sie können natürlich jetzt einfach die Z-Komponente aus den entsprechenden Termen rausnehmen. Die sind dann hier unten nochmal wieder hingeschrieben. Und wenn wir uns diese Gleichung anschauen und die E-Funktion, die ja jetzt hier noch mitgeführt wird, die einfach rausdividieren, dann und auch das die Vorzeichen nochmal korrigieren, also einmal mit minus 1 multiplizieren, dann kommen Sie eben sofort auf diese Beziehung, die hier steht, sodass wir jetzt also zwei Beziehungen haben, die von der vorhergehenden Folie und diese hier, die uns die Größen miteinander verkoppeln und diese beiden Beziehungen sind auch hier nochmal hingeschrieben. Die hatten wir also als erste gefunden und das ist die, die wir jetzt gerade eben auf der Folie hatten.
Und mit diesen beiden Beziehungen können wir jetzt tatsächlich auch die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten bestimmen. Und die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten sollen eben in dieser Art und Weise definiert sein. Das heißt, der Reflexionskoeffizient ist eben die Amplitude, die komplexe Amplitude der reflektierten Welle normiert auf die komplexe Amplitude der einfallenden Welle und der Transmissionskoeffizient ganz analog, komplexe Amplitude der transmittierten Welle bezogen auf die komplexe Amplitude der einfallenden Welle. Ja, und diese Gleichungen sind ja ausreichend einfach, sodass man das jetzt relativ schnell ausrechnen kann. Das heißt zum Beispiel aus der ersten Gleichung, wenn Sie hier einfach durch E0i dividieren, dann sehen Sie ja sofort, dass der erste Summand zu 1 wird. Der zweite Summand ist dann eben der Reflexionskoeffizient und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, bleibt per Definition dann einfach der Transmissionskoeffizient stehen, sodass wir eine erste Beziehung hätten, dass eben der Transmissionskoeffizient hier in diesem senkrechten Fall für senkrechte Polarisation eben gleich 1 plus der Reflexionskoeffizient ist. Und die zweite Gleichung, die ja hier nochmal hingeschrieben ist, auch die können wir natürlich ein wenig umformen. Und Sie sehen nach leichten Umformschritten und nach Einsätzen, also was hier gemacht worden ist, ist einfach nur, dass Sie mit Z1, Z2 multipliziert haben und Sie haben durch E0i dividiert, dann kommen Sie sofort eben auf diese Gleichung, sodass wir jetzt eben zwei Gleichungen haben für Reflexions- und Transmissionskoeffizient, in der als ansonsten eben tatsächlich nur noch Parameter der Materialien drinstehen, nämlich das Z1 und das Z2, beziehungsweise eben die Winkel Theta1 und Theta2. Sind diese beiden Beziehungen. Und aus diesen beiden Gleichungen für die beiden Unbekannten können Sie jetzt die beiden Unbekannten natürlich auch bestimmen. Das heißt, Sie können das auflösen nach Reflexionskoeffizient und nach Transmissionskoeffizient jeweils für die senkrechte Polarisation. Und diese Gleichungen, die Sie dann bekommen, das sind die sogenannten Fresnelschen Beziehungen oder Fresnelschen Formeln, die wir jetzt eben hier hingeschrieben haben für den oder mithilfe der Feldimpedanz Z1 und Z2 und mithilfe des Einfalls- bzw. Reflexionswinkels Theta1 und des Transmissionswinkels Theta2. Ein wichtiger Spezialfall, den wir an der Stelle uns, direkt mal anschauen können, das ist der Übergang von Luft in Metall. Aus dem Optischen wissen Sie vielleicht schon, eine gute Metalloberfläche ist glänzend, sie ist reflektierend. Und tatsächlich wissen Sie wahrscheinlich auch, dass auch im Bereich der Radiowellen, im Bereich der Mikrowellen Metalle reflektierend sind und umgekehrt dann eben auch wenig transmittierend sind. Und das kann man sich an diesen Formeln sehr schnell und sehr einfach klar machen. Wir wissen bereits, dass wir, wenn also Luft das eine Medium ist, Luft ist fast wie Vakuum und fürs Vakuum hatten wir schon festgestellt, dass der Feldwellenwiderstand, das ist ja nichts anderes als Wurzel aus μ durch Epsilon, in dem Fall also einfach Wurzel aus μ0 durch Epsilon0, dass das für Luft oder für Vakuum ziemlich genau 120 Pi Ohm ist und 120 Pi Ohm ist auch in guter Näherung 377 Ohm. Da hatte ich schon gesagt, das ist ein Wert, den können Sie sich ruhig mal merken. Feldwellenwiderstand für Vakuum und auch für Luft 377 Ohm, 120 Pi Ohm. Und fürs Metall können wir uns das ja aus dem, was wir wissen, auch einfach ausrechnen. Also der Feldwellenwiderstand ist Wurzel aus μ durch Epsilon. Im Falle eines Metalls, schauen Sie nochmal ins Kapitel leitende Medien vielleicht rein. Im Falle des Metalls ist das Epsilon ja eine komplexe Größe, die gegeben ist als Epsilon 0 mal
Epsilon R minus J Kappa durch Epsilon 0 mal Omega. Und ja, das können Sie natürlich auch umschreiben. Und für den Fall, dass es ein guter Leiter ist, können Sie in dem komplexen Epsilon den Realteil auch in guter Näherung vernachlässigen. Und wenn Sie das machen, bekommen Sie einen näherungsweisen Ausdruck für die Impedanz, für die Feldimpedanz eines Metalls in dieser Form. Hier ist jetzt die Wurzel aus J nach vorne gezogen. Wurzel J ist ja 1 plus J durch Wurzel 2. Daher kommt auch hier die 2 in den Nenner rein und das 1 plus J steht vorne. Und daran sehen Sie zunächst mal, wir haben hier eine ohmisch-induktive Impedanz. Das wundert auch nicht wirklich, dass also ein Stück Metall ohmisch-induktiv ist. Das hätten Sie wahrscheinlich auch mit dem Wissen in Grundlagen Elektrotechnik so schon geraten. Und Sie sehen, dass der Phasenwinkel dieser Impedanz auch 45 Grad ist. Und auch den Betrag können Sie hier natürlich sofort, oder den Realteil und Imaginärteil können Sie hier sofort ablesen. Und ja, wenn Sie sich jetzt mal konkrete Werte überlegen, in dem μ steckt ja vor allen Dingen das μ0 drin, das ist 4π mal 10 hoch minus 7 vom Wert her. Das Kappa hat auch eine Leitfähigkeit mit einer relativ hohen 10er Amplitude. Dann sehen Sie schon, dass für die typischen Frequenzen das ein Wert sein wird, der betraglich deutlich kleiner als 377 Ohm ist. Und auch das überrascht Sie ja nicht wirklich, dass also ein Leiter, ein guter Leiter, eine geringe Impedanz hat, ist etwas, was Sie intuitiv auch vorher schon gesagt hätten. Und ja, wenn man jetzt eben in die Formeln einsetzt und sagt, okay, das Z2 ist wesentlich kleiner als das Z1, dann können Sie ja in erster Näherung auch den Faktor mit dem Z2 hier vernachlässigen. Und dann sehen Sie sofort, dass der Reflexionskoeffizient zu minus 1 wird und der Transmissionskoeffizient entsprechend in die Richtung 0 tendiert. Also das können Sie hier sofort ablesen. Und solche Abschätzungen zu machen, ist auch etwas, wozu Sie, glaube ich, immer in der Lage sein sollten. Kommen wir zu dem zweiten Fall, also die parallele Polarisation. Und ich habe es anfangs schon gesagt, wir wollen jetzt nicht nochmal die gleiche Herleitung machen. Dass, wenn Sie das durchführen, werden Sie wirklich feststellen, das sind die gleichen Schritte und man lernt nicht zusätzlich etwas dazu, dass man das dadurch, dass man das zweimal macht. Deshalb schreiben wir hier die Fresnelschen Beziehungen nochmal hin. Und ich habe es jetzt einfach auch für beide Fälle nochmal hingeschrieben, damit Sie auf einer Formel auch sehen, dass das unterschiedliche Gleichungen sind und wo eben die Unterschiede sind. Es gilt auch zum Beispiel allein schon für die Beziehung zwischen dem T-Parallel und dem R-Parallel eine etwas kompliziertere Formel, als wir das im senkrechten Fall hatten. Also sie unterscheiden sich, und das ist ja letztendlich auch die Rechtfertigung, dass wir diese beiden Fälle separat betrachtet hatten, und die Unterschiedlichkeit der Reflexionen im parallelen und im senkrechten Fall ist auch etwas, was sogar für technische Anwendungen, werden wir nachher noch zu kommen, tatsächlich wirklich wichtig ist. Und deshalb ist es gut, dass man natürlich auf diese Unterschiedlichkeit auch hier eingeht. Schauen wir uns auch hier mal den Fall an, Übergang Luft-Metall. Die Argumentation mit den Zs gilt natürlich genauso. Und wenn wir jetzt hier eben das Z2 gegenüber dem Z1 vernachlässigen, hier muss ein Schreibfehler drin sein, Entschuldigung, das sehe ich jetzt gerade, dann müsste rauskommen, dass eben R parallel tatsächlich in Richtung plus
1 geht. Was richtig ist, ist, dass t parallel in Richtung 0 geht. Also hier ist wahrscheinlich ein Vorzeichenfehler hier oben. Das kontrolliere ich nochmal, werde es dann auf den Folien, die auf im OER-Ordner der Professur zur Verfügung gestellt werden, korrigieren. Diese Unterschiedlichkeit des Reflexionskoeffizienten, also es wird zwar entsprechend reflektiert, aber es gibt einen Halt. Es ist auf. Ups, nee. Entschuldigung, ich muss einmal nochmal zurückgehen. Ich glaube sogar, dass der Fehler hier ist. Entschuldigung, ich bitte das zu entschuldigen. Bei der. Nein. Kommando zurück, das ist richtig, also senkrechte Polarisation, minus 1 ist richtig, parallele Polarisation plus 1 ist auch richtig, also muss der Fehler in dieser Formel sein, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Und es ist eine ganz gute Selbstübung, so wie ich das jetzt gerade im Kopf auch gemacht habe, sich nochmal zu überlegen, warum ist es denn sinnvoll, dass R senkrecht minus 1 Reflexionskoeffizient hat. Das heißt, da gibt es offensichtlich einen Phasensprung um 180 Grad. Und warum ist das bei der parallelen Polarisation nicht notwendig? Unabhängig von den Fresnelschen Beziehungen kann man sich das einfach nochmal überlegen über die Stetigkeitsbedingungen am Grenzübergang. Das ist, wie gesagt, eine gute Selbstübung. Dann findet man nämlich auch solche Fehler, die hier offensichtlich enthalten sind, sehr schnell. Also ich korrigiere das nochmal auf den endgültigen Formeln und wir machen hier jetzt einfach weiter. Wir können die Reflexionskoeffizienten, die wir bisher für z geschrieben hatten, natürlich auch ausdrücken, zum Beispiel durch n. Und das folgt einfach daraus, dass z und n ja zusammenhängen über die Beziehung, die hier steht, weil eben z gleich Wurzel μ durch Epsilon ist und n ist gleich Wurzel aus Epsilon r mal μ r. Ist klar, dass ich das entsprechend auch ersetzen kann und die Formeln, die wir dann finden, das sind die, die hier dargestellt sind. Auch da werde ich natürlich jetzt die Vorzeichenlage nochmal überprüfen müssen. Also auch da gegebenenfalls nochmal auf die endgültigen Formeln drauf schauen. Ein wichtiger Spezialfall ist tatsächlich der, dass μ1 und μ2 identisch sind, also zum Beispiel beide unmagnetisch sind. Das ist ein Fall, den man relativ häufig hat und dann fällt hier eben dieser Quotient μ1 durch μ2 jeweils weg und man bekommt die Formeln, wie sie hier stehen. Auch hier gilt wieder die Bemerkung, ich kontrolliere nochmal die Vorzeichen bei den Reflexionskoeffizienten. Dieser Fall ist deswegen eben gesondert erwähnenswert, weil das ein Fall ist, der relativ häufig passiert. Also viele Materialien sind eben unmagnetisch dann kann man natürlich direkt in diesen Spezialfall reinspringen. In diesem Fall, also wenn μ1 gleich μ2 ist, dann lohnt es sich auch tatsächlich das Brechungsgesetz nochmal zu Rate zu ziehen, weil das verknüpft ja die Winkel, die hier auftauchen, auch nochmal mit den Brechungsindizes. Das heißt, letztendlich ist das redundante Information, die hier drin steht, weil hier Winkel und Brechungsindizes drin stehen. Und das bedeutet, dass wir letztendlich auch zum Beispiel die Brechungsindizes jetzt eliminieren können für diesen Fall μ1 gleich μ2 und dann auf Formeln kommen, in denen eben tatsächlich nur noch Einfallswinkel und Transmissionswinkel
Arm auftauchen. Gut. Wenn wir uns diese Formeln nehmen, dann ist ein Fall besonders einfach zu analysieren, nämlich wir könnten uns die Frage stellen, hier steht ja zum Beispiel Sinus Theta 2 minus Theta 1 oder hier steht auch Tangens Theta 2 minus Theta 1. Gibt es also Möglichkeiten, dass eine Reflexion überhaupt nicht stattfindet, also dass wir ein nicht reflektierendes Medium hätten. Und das können wir an diesen Formeln sehr einfach untersuchen. Und dafür haben wir uns diese beiden Reflexionsfaktoren jetzt nochmal hier hingeschrieben. Und der eine Fall, naja, der ist ja fast schon trivial. Da müssen wir uns den Zähler anschauen. Also natürlich ist für Theta 1 gleich Theta 2, wenn also der Einfallswinkel auch der Transmissionswinkel ist, dann sind die Reflexionskoeffizienten gleich 0. Das sieht man sofort. Aber das ist jetzt kein besonders spannender Fall, weil aus dem Brechungsgesetz nach Snellius wissen wir ja, dass Theta 1 gleich Theta 2 nur dann auftritt, wenn eben die Brechzahlen N1 und N2 gleich sind. Sprich, wenn das ein optisch gleiches Material ist, dann taucht keine Reflexion auf. Nun habe ich gesagt, das ist nicht besonders spannend. Das stimmt vielleicht nicht ganz, weil optisch gleiches Material heißt nicht unbedingt gleiches Material. Das heißt, wenn Sie eine Reflexion verhindern wollen, dann müssen Sie tatsächlich dafür sorgen, dass Sie eben die optischen, und optisch meint jetzt nicht nur im sichtbaren Bereich, die optischen Eigenschaften des Materials entsprechend angleichen. Und das ist etwas, was durchaus herausfordernd sein können, was Sie eventuell durch Schichten, die Sie nochmal auf die Oberfläche aufbringen, aber tatsächlich auch hinbekommen. Also reflektionsvermindernde Vergütung von Oberflächen ist ein interessantes Thema. Wir möchten uns hier aber hier in einem zweiten Fall zuwenden und den sehen Sie, wenn Sie eben das R-Parallel sich anschauen. Hier steht Tangens Theta 2 plus Theta 1 im Nenner und der Tangens hat ja eine Polstelle bei 90 Grad. Das heißt, wenn Theta 1 plus Theta 2 90 Grad sind, dann geht der Nenner hier gegen unendlich und damit wird die Reflexion für den parallelen Fall tatsächlich auch gegen 0 gehen. Theta 1 plus Theta 2 ist gleich 90 Grad. Sie können sich leicht geometrisch überlegen, dass dann Kr und Kt aufeinander senkrecht stehen. Das sehen Sie sofort, wenn Sie das Bildchen sich mal hinmalen und sich überlegen, Theta 1 plus Theta 2 ist 90 Grad und sich die anderen Winkel dann dran schreiben, dann sehen Sie sofort, dass Kr dann auch senkrecht auf Kt ist. Dieser Fall, ist der Fall des sogenannten Brewsterschen Polarisationswinkels, weil, wenn wir jetzt wieder das Brechungsgesetz für Snellius in diesem Fall nehmen, da steht ja ein Term drin, Sinus Theta 1 durch Sinus Theta 2. Sinus Theta 1 durch Sinus Theta 2 wäre jetzt in diesem Fall Sinus Theta 1 durch Sinus Pi halbe minus Theta 1. Und das ist aber Sinus Theta 1 durch Cosinus Theta 1 oder eben Tangens Theta 1. Und das muss eben N1 durch N2 sein. Das heißt, den Winkel, für den diese Beziehung gilt, den können Sie tatsächlich aus den Brechzahlen sofort ausrechnen. Also Arcus Tangens Theta 1 ist gleich, Theta 1 ist gleich Arcus Tangens
n2 durch n1. Und dieser Winkel Arcustangens n2 durch n1, das ist dann der sogenannte Brewster'sche Polarisationswinkel oder auch einfach Brewster-Winkel genannt. Und der hat eine große Bedeutung, weil wir haben ihn ja so hergeleitet, dass eben an der Stelle eben die der parallele Anteil einer beliebig polarisierten Welle nicht reflektiert wird. Das heißt, wenn Sie jetzt mit einer beliebig polarisierten Welle in diesem, unter diesem Winkel einstrahlen, dann wird die Reflexion tatsächlich nicht mehr die parallele Polarisation aufweisen, sondern dann nur noch die dazu komplementäre Polarisation, sprich nur noch die senkrechte Polarisation aufweisen. Und somit haben Sie hier eine einfache Art, wie Sie einen Polarisator bauen können. Das heißt, wenn Sie jetzt eine linear polarisierte Welle herstellen wollen, dann können Sie eine beliebig polarisierte Welle nehmen und sie eben unter dem Brewster-Winkel an einem Medium reflektieren lassen und die Reflexion wird dann automatisch nur noch eine Polarisationsebene aufweisen, nämlich die senkrechte. Sie können das übrigens auch verwenden, um Brechzahlen zu bestimmen, wenn Sie jetzt also den Winkel festhalten oder sich eben anschauen, unter welchem Winkel denn eben dieser Polarisationseffekt passiert. Dann können Sie, wenn eine Brechzahl bekannt ist, zum Beispiel Luft, dann könnten Sie die andere Brechzahl damit auch bestimmen. Auch das eine interessante Anwendung. Der zweite interessante Fall ist der Fall der Totalreflexion. Dazu schauen wir uns nochmal das Brechungsgesetz an nach Snellius, n1 sinus Theta 1 gleich n2 sinus Theta 2 und da speziell den Übergang zum optisch dichteren Medium zunächst mal. Da hätten wir ja n1 kleiner n2, also n2 nennen wir das optisch dichtere Medium, wenn die Brechzahl, der Brechungsindex größer ist. Und da gilt offensichtlich, dass Theta 1 größer als Theta 2 ist. Das steht ja sofort hier. Das ist also eine Brechung zum Lot hin. Umgekehrt haben Sie beim Übergang zum optisch dünneren Medium, wenn also N1 größer ist als N2, den Fall, dass Theta 1, der Einfallswinkel, kleiner ist als der Transmissionswinkel Theta 2. Das heißt, dort findet eine Brechung vom Lot weg statt. Und wenn Sie vom Lot weg brechen, dann ist natürlich irgendwann auch der Grenzfall erreicht, in dem Theta 2 zu 90 Grad wird, also letztendlich dann die Transmission nur noch parallel zur Grenzfläche zwischen den beiden Medien ist und ja, da offensichtlich ja die Welle dann nicht mehr ins Medium hinein propagiert. Und dieser Fall, das ist dann tatsächlich der Fall, in dem nicht mehr transmittiert wird und es kommt dann eben zu einer Totalreflexion. Und der Grenzwinkel der Totalreflexion, der ist natürlich jetzt aus diesen Bedingungen auch einfach zu verstehen. Sie brauchen nur dann eben Sinus Theta 2, also Theta 2 gleich 90 Grad zu setzen, dann ist Sinus Theta 2 gleich 1 und dann steht hier sofort da, dass eben Sinus Theta 1 im Grenzfall gleich N2 durch N1 ist und das ist die Formel, die hier steht. Das ist also der Grenzwinkel der Totalreflexion. Hier unten beispielhaft nochmal gezeichnet für einen Übergang von einem dichten Medium 1,3. Das ist ein ganz normales Glas oder auch Wasser liegt in dieser Größenordnung. In Luft oder in Vakuum, also wenn n ungefähr 1 ist, dann hätten wir eben für einen Einfallswinkel 20 Grad, hätten wir einen Transmissionswinkel 35,3 Grad.
dieser Grenzfall tritt gerade bei dieser Wahl der Brechtzahlen auf bei 50,3 Grad. Das heißt, wenn ich 50,3 Grad Einfall habe, dann kommt es eben gerade zu diesem Transmissionsfall unter 90 Grad, wo ich eben keine Transmission mehr wirklich habe, in das Medium hinein. Und wenn ich den Winkel dann weiter vergrößere, dann wird das nicht besser. Ich habe dann eben tatsächlich nur noch eine totale Reflexion. Und auch das ist etwas, was Sie einerseits natürlich aus dem Alltag kennen. Also solche totalen Reflexionen kann man erleben, wenn man zum Beispiel aus dem sich aus dem Wasser heraus, also wenn Sie im Schwimmbad sind oder so und tauchen und schauen sich eben dann eben die Wasseroberfläche an. Die muss natürlich einigermaßen glatt sein für diesen Zweck. Dann können Sie das sofort sehen, dass Sie genau über sich eben durchschauen können. Aber wenn Sie dann eben etwas flacher schauen, also einen weiter von Ihnen entfernten Punkt sich anschauen, dann schauen Sie eben, dann bekommen Sie eben diese Reflexion. Und es gibt natürlich auch technische Anwendungen. Einerseits werden Reflexionsprismen so gebaut. Das heißt, Sie nehmen ein 90-Grad-Prisma und wenn die Brechtzahl des Mediums so ist, dass Sie eben dann unter dem Einfallswinkel von 45 Grad schon den Fall der Totalreflexion haben, dann bekommen Sie eine wunderbare Reflexion in einem solchen Prisma. Das wird in Optiken sehr stark verwendet. Oder eine andere sehr, sehr wichtige Anwendung sind die Lichtwellenleiter oder auch als Glasfaser bezeichnet, wo Sie eben zum Beispiel so eine Anordnung haben wie hier. Sie haben einen Kern, der einen höheren Brechungsindex hat als die Umgebung. Und wenn dieser Kern nur dünn genug ist, und bei Monomodfasern sprechen wir ja von wenigen Mikrometern Durchmesser von solchen Kernen, dann können Sie das so einrichten, dass Licht gar nicht mehr unter Winkeln steiler als der Grenzwinkel der Totalreflexion reflektiert werden können. Und dadurch vermindern Sie ganz maßgeblich die Verluste, die sonst eben durch einen Austritt aus Ihrer Faser entstehen könnten. Und das ist letztendlich auch der Grund dafür, warum Sie solche Fasern nicht in zu engen Radien legen sollten oder schon gar nicht knicken sollten, weil in dem Fall kommen Sie wieder zwangsläufig auch in den Bereich rein, dass Licht, Ihr Laser oder was Sie da immer haben, unter anderen Winkeln auf die Oberfläche auftaucht und dann bekommen Sie eben erhebliche Verluste. Also das sind Anwendungen, die Sie hier haben. Wenn Sie solche Koeffizienten dann tatsächlich mal berechnen wollen, dann können Sie natürlich entweder sich selber entsprechenden Code schreiben. Ich verweise aber mal zum Beispiel auf SymPy. SymPy hat ein Physics-Modul und da gibt es auch ein Optics-Untermodul. Und in diesem Modul sind beispielsweise auch die Fresnelschen Beziehungen schon programmiert. Das heißt, das können Sie einfach importieren und dann auch durch andere Funktionen entsprechende Materialien anlegen, um dann eben die Fresnelschen Koeffizienten, Reflexions- und Transmissionskoeffizienten schnell und komfortabel auszurechnen. Wenn Sie damit ein wenig spielen wollen, wenn Sie ein Gefühl dafür entwickeln wollen, wo liegen denn jetzt, welche Größe haben die Koeffizienten für verschiedene Materialien, wo liegen der Boosterwinkel, wo liegt der kritische Winkel, dann können Sie zum Beispiel dieses Angebot der Universität Barcelona nutzen. Die haben ein Java-Applet, das dann optisch ganz schön aufbereitet ist, wo Sie also einfach wirklich die Parameter einfach variieren können und direkt ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie die Koeffizienten dann eben sind. Für den Fall der Totalreflexion wollen wir uns eine Frage tatsächlich jetzt nochmal stellen, nämlich
die Frage, ob denn das Feld im Medium 2 dann auch wirklich null ist. Wenn es also zu dieser Totalreflexion kommt, wie sieht das genau an der Grenzfläche aus? Ist das Medium 2, zumindest im Grenzbereich, dann wirklich total feldfrei? Ja, und wenn die Frage schon so gestellt wird, vermuten Sie schon, dass die Antwort nein ist. Und das kann man sich tatsächlich auch sehr schnell einfach mal herleiten und dabei auch wieder konzeptionell etwas lernen. Und deswegen machen wir es hier kurz. Wenn wir jetzt eben den Übergang in ein optisch dünneres Medium betrachten, nur dann gibt es ja diese Totalreflexion, dann können wir uns leicht überlegen, dass natürlich für den Grenzwinkel der Totalreflexion diese Beziehung gilt, N1 durch N2 Sinus Theta 1 im Grenzfall ist gleich 1. Damit ist aber auch klar, wenn ich jetzt eben den Winkel weiter vergrößere, dann wird der Sinus ja größer werden, der Rest bleibt gleich. Das heißt, dann wird tatsächlich N1 durch N2 Sinus Theta 1 größer werden als 1 für Theta 1 größer als Theta 1 im Grenzfall. Und das werden wir jetzt gleich verwenden, wenn wir nämlich das KT, den Wellenvektor der transmittierten Welle, uns nochmal etwas genauer anschauen. Der Wellenvektor der transmittierten Welle, der hat ja einen Betrag. Der Betrag ist einfach K2, weil das im Medium 2 stattfindet, mal dem Einheitsvektor in Richtung KT. Den haben wir uns vorher auch schon mal hingeschrieben. Und der steht hier tatsächlich einfach nochmal hingeschrieben. Also ein paar Folien zurück ist das hergeleitet und Sie können es natürlich auch geometrisch sehr leicht überlegen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir alles das, was wir wissen, hier einsetzen. Also für Sinus Theta 2 können wir eben N2 durch N1 Sinus Theta 1 einsetzen. Das ist das Brechungsgesetz, was wir hier eingesetzt haben. Und für Cosinus Theta 2 können wir natürlich 1 minus Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat Theta 2 einsetzen. Das wäre also der Pythagoras. Und weil hier die Wurzel steht, müssen wir zunächst mal hier Plus oder Minus vor die Wurzel schreiben. Und genauso wie wir hier Sinus Theta 2 schon ersetzt haben, können wir jetzt hier auch Sinus Theta 2 ersetzen. Und bekommen dann natürlich ein N1 durch N2 Quadrat Sinus Quadrat Theta 1. Ja, und jetzt haben wir uns ja gerade überlegt, dass eben der Term, der hier steht, größer als 1 ist. Und das wird natürlich, wenn ich ihn quadriere, erhalten bleiben. Das heißt, hier ziehe ich von 1 etwas ab, was größer ist als 1. Das heißt, ich bekomme eine Wurzel aus einer negativen Zahl und deshalb muss ich hier oder werde ich hier ein J nach vorne ziehen, die komplexe Einheit vor die Wurzel ziehen und dafür in der Wurzel oder unter der Wurzel dann das Vorzeichen vertauschen. Und damit sehen wir sofort, dass der Wellenvektor an dieser Stelle eben komplex geworden ist. Er setzt sich zusammen aus einem Anteil in x-Richtung und den Faktor in x-Richtung, das wäre dann k2 n1 durch n2 Sinus Theta 1, den nennen wir Beta. Und es gibt einen Anteil in z-Richtung und das ist gerade der imaginäre Beitrag und der, die Größe dieses Imaginäranteils, den nennen wir Alpha und das Alpha wäre gerade k2 mal diesem Wurzelterm, der hier steht. Ja, und dieses k, das wird jetzt natürlich eingesetzt werden müssen in den Term, den wir haben für unsere Welle. Das heißt, die Welle ist ja jetzt nichts anderes als Transmissionskoeffizient mal Amplitude der einfallenden Welle und dann eben mal E hoch J Omega T minus KT mal R und das Ganze in Richtung von ET. Und ja, für
Für das KT mal R kann ich jetzt natürlich das KT einsetzen, was ich vorher hatte. Damit bekomme ich, das Alpha war ja der Realteil vom KT zusammen mit dem, Entschuldigung, das Alpha war der Imaginärteil vom KT zusammen mit dem J gibt das aber jetzt dann eben eine reelle E-Funktion, also einen Term E hoch plus oder minus Alpha mal Z. Und der Realteil, das war das Beta, gibt eben zusammen mit dem J einen ganz normalen Wellenterm. Und bei diesem Vorfaktor, den wir jetzt haben, das E hoch plus oder minus Alpha mal Z, da müssen wir natürlich eine kurze physikalische Überlegung anstellen. Z ist die Richtung ins Medium rein und ein E hoch plus Alpha Z wäre ein exponentieller Anstieg der Amplitude in Z-Richtung. Das ist unphysikalisch, sprich wir können uns hier aus physikalischen Überlegungen auf das negative Vorzeichen in der reellen E-Funktion fokussieren. Sodass wir also für das Feld im Medium einen expliziten Ausdruck angeben können und der setzt sich eben zusammen aus einem exponentiellen Abfall, das ist der Term E hoch minus Alpha Z, sprich in Z-Richtung wird die Amplitude exponentiell gedämpft. Und wir haben aber zusätzlich in X-Richtung eine propagierende Welle, E hoch J Omega T minus Beta X ist ja eine in X-Richtung eindimensional laufende Welle mit der Frequenz Omega. Und damit können wir natürlich jetzt, wenn wir das E-Feld kennen, können wir problemlos natürlich auch das H-Feld ausrechnen. Das ist hier nochmal hingeschrieben. Und nach ein paar Schritten haben Sie dann auch den Pointing-Vektor, den komplexen Pointing-Vektor. Und wenn Sie sich den hinschreiben, nimmt er dann letztendlich diese Form an. Sprich, der komplexe Pointing-Vektor hat dann eben auch einen in X-Richtung gerichteten Realteil und einen in Z-Richtung gerichteten Imaginärteil und zusätzlich eben diese exponentielle Abnahme minus 2 Alpha mal Z jetzt, weil hier ja ein Quadrat auftaucht, gibt das hier nochmal den Faktor 2 und das können Sie natürlich problemlos interpretieren als einen Wirkleistungsfluss in X-Richtung und einen Blindleistungsfluss in Z-Richtung. Sprich, das Feld ist jetzt eben tatsächlich, das Medium 2 ist nicht feldfrei, sondern es gibt eine Welle, die entlang der Oberfläche in X-Richtung läuft, die auch in Z-Richtung noch eindringt, aber dort exponentiell gedämpft wird. Und tatsächlich können Sie diese Oberflächenwellen auch nutzen. Sie können damit zum Beispiel eine Oberflächencharakterisierung unter Umständen machen. Und es gibt einen weiteren Effekt, nämlich den Effekt der sogenannten frustrierten Totalreflexion. Wenn Sie jetzt nämlich im Bereich des exponentiellen Abfalls in Z-Richtung, also in das Medium 2 hinein, wieder ein Medium anbieten würden, in dem die Welle wieder propagieren kann, dann wird sie das auch machen. Das heißt, dann findet tatsächlich wieder eine Transmission statt und damit können Sie in dem Fall eben auch die Totalreflexion wieder verhindern. Von daher ist, glaube ich, der Begriff der frustrierten Totalreflexion für diesen Fall ganz passend. Und das ist etwas, was man auch tatsächlich in relativ einfachen Experimenten sehr schön darstellen kann, gerade mit Mikrowellen, die eine etwas größere Wellenlänge haben und wo dann auch dieser exponentielle Abfall
Der liegt im Bereich von Wellenlängen, dann eben in etwas größeren Dimensionen stattfindet. Da können Sie sehr schöne Experimente machen. Und ein schönes Experiment nutzt eben eine Übereinstimmung mit dem quantenmechanischen Tunneleffekt. Also die Gleichungen, die wir jetzt haben, sind formal durchaus vergleichbar mit den Gleichungen für den quantenmechanischen Tunneleffekt. Und ein interessantes Experiment, was Sie aufbauen können, besteht eben aus zwei solchen Reflexionsprismen. Wenn Sie sich das eine Prisma jetzt mal wegdenken, wäre das ein ganz normales Reflexionsprisma, wie ich es eben auch schon angesprochen habe. Und wenn Sie jetzt hier mit Mikrowellen einstrahlen, und der Brechungsindex dieses Prismas ist geeignet gewählt, dann kommt es hier an der Rückseite eben zu einer Totalreflexion, die Sie hier auf diesem zweiten Pfad wieder auffangen können. Und wenn Sie aber jetzt ein zweites Prisma hier einfügen und das langsam ranschieben, dann haben Sie hier einen Bereich, eine Lücke. Und diese Lücke ist so etwas wie ein quantenmechanischer Tunnel. Und wenn diese Lücke klein genug ist, und wie klein, das sagt Ihnen im Prinzip die Formel, die wir eben hatten mit dem e hoch minus Alpha z. Also dafür müssen wir das Alpha ausrechnen. Wenn diese Lücke klein genug ist, sodass Sie hier von diesem exponentiellen Abfall wieder etwas auffangen können, dann wird die Welle tatsächlich in diesem Medium wieder transmittiert werden und es kommt dann eben zu einem durchgehenden Strahl wieder. Im Extremfall, wenn Sie es zusammenschieben, dann ist es ja wieder wie ein homogener Block. Dann wird es natürlich sowieso durchgehen. Das heißt, Sie können sich das hier anschauen in Abhängigkeit von der Breite dieses Spaltes. Und das wäre vergleichbar in der Quantenmechanik eben mit der Höhe des Potentialberges, den Sie in der Quantenmechanik zu überwinden hätten. Und es gibt einen weiteren interessanten Aspekt dieses Experimentes. Man kann nämlich herrlich überlegen und sich auch streiten darüber, in welcher Zeit diese Transmission hier stattfindet. Und es gibt durchaus die eine Sichtweise, die sagt, wir haben hier eigentlich letztendlich überhaupt keine Zeit, die hier vergeht für diesen Übergang. Das ist damit zu verstehen, dass wir hier eben eine solche evanescente Mode haben, also eine, für die unsere interne Uhr, nämlich das Omega T, ja gar nicht weiterläuft, sondern nur der exponentielle Abfall ist. Und beim exponentiellen Abfall können Sie sich ja vorstellen, wenn ich vorne wackle, dann wackle ich eigentlich zeitsynchron hinten auch. Und diese Überlegungen führen tatsächlich zu der Aussage einiger Autoren, man hätte hier tatsächlich ein superluminares Tunneln und eventuell damit sogar einen Verstoß gegen die spezielle Relativitätstheorie. Man kann auch die Gegenposition einnehmen und tatsächlich ist dieser Streit auch noch nicht komplett bis zu Ende geführt. Und ich verweise einfach mal auf eine Literaturquelle, wo Sie dieses Experiment nachvollziehen können. Und wer Interesse hat, kann sich da mal einlesen. Und es ist auf jeden Fall, sind das sehr lehrreiche Experimente, die dort durchgeführt werden, wo man eine ganze Menge über den Zeitbegriff und natürlich auch über das Durchführen von Experimenten lernen kann. Gut, ja, das soll aber jetzt für die Darstellung hier ausreichen. Wir haben jetzt also den Übergang zwischen verschiedenen Medien kennengelernt. Es gibt natürlich auch weitere interessante Effekte, die wir innerhalb der theoretischen Elektrotechnik bei der Ausbreitung von Wellen nicht betrachten werden.
Beugung, Interferenz, Streuung, das sind Effekte, die wir aus Zeitgründen hier ausblenden werden. Stattdessen werden wir uns jetzt im nächsten Block dann mit der Erzeugung von Wellen beschäftigen, um dann später auch tatsächlich auf einfache Antennenstrukturen zur Sprache zu kommen. Aber das ist dann Gegenstand der weiteren Beiträge. Und ja, für heute, für diesen Beitrag, bleibt mir nur, mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und natürlich auch, wie immer, auf die Webseite zu verweisen, wo Sie weitere Informationen finden. Bis zum nächsten Mal.